Weiter geht es hier im Strategiespiel Fire Emblem. Und oh Mann, ey, irgendwie, ich hoffe, ich habe mich nicht ein bisschen verscherzt hier mit den ganzen Leuten hier. Okay, na gut, wir können ja noch alle Einheiten bewegen. Fangen wir mal ganz langsam an. Oh nein, ich würde ja gerne hier dicht machen. Ah, wartet mal, na gut, dann muss ich mal... Ach, scheiße, die ist ja so schwach. So, die kommen ja hier alle noch auf uns zu, ne? Ist ja kein Problem. Also alle in Richtung da. Warte mal. Oh, wenn der jetzt doch bloß fern angreifen könnte. Boulder, heil mal. Ja, heil mal bitte den Wass. Der braucht einen Heal. Und du hast ja allgemein Schiss jetzt im Wald und hast gut Abwehr gegen so eine Schattenviecher. Hoffe ich mal. Also solltest du in Sicherheit sein. Und Level up. Kommt noch dazu. Zwing. Jawohl. Oh, er ist sogar Magie ein bisschen stärker. Verteidigung, Resistenz, geil. So, was mache ich jetzt hier mit euch hier, ihr komischen Typen, Mann. So, ich glaube, ich mach das mal so. Oh, geil, Auge des Bösen, tot. Ross wird trainiert. Und jetzt stelle ich mich, glaube ich, einfach... Ah, nee, halt, warte mal, der kann... Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen hier so stehen bleiben, damit Ross kein Leid geschieht. Gut, dann... Ross kann denn im schlimmsten Fall nur von ihm angegriffen werden, dann wird der überleben. Mein Gott, bleib doch mal ganz ruhig. Aber zwei hält er, glaube ich, nicht mehr aus. Los, Arthur! Schlitz. Alter, der ist aber wirklich von seinem Glauben bestärkt. Tot. Die alten Typen haben Angst vor denen. So, wartet mal. Könnte sie, wenn sie einen umbringt, kann sie auch nur von einem maximal angegriffen werden, ne? Ja, und zwar von dem Fatzke hier. Ja, okay, gut. Na, dann soll sie es mal ruhig wagen. Wage es. Ja, okay, das ist gutes Training. Aus dem Schlitz im Wald. Also, alles cool. Alles cool, Mann. Alles geil, Mann. Schön hier alles im Auge behalten. So, Arthur kann jetzt von zwei angegriffen werden. Ich denke mal, das werden sie nicht machen. Ich nehme mal den Dicken noch nach vorne hier. Und Iwika kommt auch noch nach vorne. Und du gehst mal hier nach unten. So, und ihr macht jetzt beide die hier platt. So, du machst den down. Geil. So, na klar, zack. Na okay, wir sind jetzt erstmal Lute in Sicherheit. Außer vor dem einen hier, aber okay, im Wald gestellt und angegriffen. Yeah. Und da ist er wieder, der gute alte Stinkefinger. Wie in allen anderen beiden anderen Spielen auch. Dup, dup, die, du. Okay, und haben wir es gut gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tschüss, Mann. Oh, voll getroffen. Verdammt, der hat diese hohe Verteidigung. Und Bams. Und Doppel. So, was macht jetzt der andere Typ? Der andere soll aber bitte Wass jetzt angreifen. Wass ist viel schwächer. Greif Wass an. Ja, die kommen langsam, aber sicher. Ja, okay. Greif Wass an. Okay, okay. Erstmal was anderes. Ah, jetzt hab ich wieder Angst um Arthur, ey. Autsch. Mann, sag tschüss. Was? Ekliger Zombie, ey. Dumm, dumm. Wir sind doch hier nicht bei The Walking Dead. Oh, anscheinend schon. So, ja, okay. Oh, scheiße. Wow. Oh. Oh, ausgewichen. Mein Gott. Ah, du bist so cool, Mann. Schlitz. Er hat zwar überlebt, aber trotzdem. Muss ja nicht sein, ne, dass er hier wieder auf dem letzten Loch pfeift. Oh, Level. Sehr schön. Level 3. Oh, ja, geil. Geil. Okay, alles klar, alles klar. Alles klar. Gut, ich habe keine Angst mehr. Hier, guck dir die Flasche an. Oh, die trifft natürlich. Und Flame. Tot. Wie von Lute der Rock immer wegweht. Mann, Mann, Mann. Down. So, okay. Ja, wir sind wieder dran. Ach, schön. Ist das schön? Es ist so wunderschön. So, kriegt Naimi noch ein bisschen was zu tun? Jawohl. Dam, dam, dam. Bam, 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 bam. Ja, geil. Dudududu. Zwing. Oh, gerade bei Level 2. Aber Fähigkeiten. Vielleicht doppelt sie jetzt schon. Das wäre geil, Mann. So, Vanessa. Die würde ich ja auch gern trainieren. Bloß, wie viel halten die aus? Warte mal. Okay, immer nur 2 Schaden. Mann, ey, die kann aber keinen umbringen. Die würden ja alle sie angreifen. So, du bleibst hier im Wald, du sollst nicht mehr trainiert werden. So, der dürfte sich eigentlich nicht bewegen. Der Endboss, und deswegen Franzmann! Zack! Und Bams! Dum, 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 dum. Oh, schade. Schade, der braucht auch noch ein Level up. Okay. Ja, der wartet auf seinen Untergang und der wird Franz angreifen. Das ist gar nicht mal so cool, der Scheiß. Vielleicht lasse ich auch die Gruppe da oben von den Dicken fertig machen, von Gilliam. Von Gilliam oder Gilliam. Weil der hat ja hohe Defense, aber kommt natürlich nicht ran. Apropos Defense, du machst mal hier dicht. Boah, geil, kein Schaden.
Was? Und kommt da an die Schlurft und... Kaching! No damage! Mann, ey, die brauchen aber lange, ey. Die brauchen ja noch länger zum Angreifen als so ein Schamane. Naja. Was soll's, Mann? So, du bist kurz vom Level ab, vielleicht... Reicht es ja aus, wenn du den einmal triffst. Was? Oh yeah. Dann da, dann da. Ja, geil! Jetzt ist er schon Level 5. Noch 5 Level und er entwickelt sich weiter. So, okay. Ach, verdammt, wer tötet jetzt hier wen? Ja, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich es übertrieben. Die Bienen würde ich gerne noch loswerden hier. Das geht wohl nur mit Arthurs Schutz. Oder den Typen hier, wen mache ich jetzt platt? Wen macht man da jetzt platt? Hier ist auch noch so ein scheiß Auge, aber der wird nicht aus seinen Startlöchern rauskommen, weil er so weit weg ist. So, ach komm, ich stelle sie einfach mal hier hin. Die soll aber ruhig von allen angegriffen werden. Die zwei Schaden, die sie immer bekommt. Was soll's, Mann? Das ist gutes Training. Wow. Oh. Ey, was soll das denn? Ganz bisschen gekratzt hier. Das macht mir doch nichts aus, du dumme Sau. Gut, okay. Der Dieb. Ach, der Dieb auch. Warum nicht? Stell dich mal in den Wald. Du solltest extrem krass ausweichen können. So, na gut, dann machen wir hier mal weiter. Blitz. Oh, Critical Blitz. Ja, tot. Ja, die Animationen sind immer so geil. Ich glaube, deswegen mag ich auch diese Game Boy Advance 2D Sprite Animation Teile von Fire Emblem, finde ich irgendwie am geilsten. Ich weiß nicht, da stehe ich total drauf. So. Wie hat er die angegriffen? Hat er Angst? Oh, die Trefferchance voll gering. Ich bin ja gleich tot. Verdammt. Ich muss mir echt meine Parts nochmal angucken, bevor ich aufnehme. Oder willst du die ganzen Leute mal durchgehen? Aber okay, der. Der wird ausweichen, Mann. Der schafft er. Der schafft er doch, Mann. Oh, oh. Golem, tu es bitte nicht. Oh, jetzt wird aber spannend, ey. Und Schlitz. Yeah. Yeah, geil. Level up. Er ist jetzt Level 4. Okay, ein bisschen Geschwindigkeit und ein bisschen KP, die jetzt nichts bringen. Aber was soll's? Warum leckt er denn jetzt? Es darf doch nicht lecken, Mann! Oh, 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 oh. Der leck. Was? Lindert auch nicht am Angreifen. Okay, und Schlitz. Wow, wow. Warum muss es immer lecken bei Game Boy Advance Projekten? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Er versucht's oder mal. Die Hände nach oben. Wie sieht aus, als ob er voll die Achselhaare hat, wenn er die Hände so hoch macht. Aber nee, ich glaube, das ist einfach nur sein sein achselvolles Schweiß. So. Okay. Dann greift er Mulder an. Guckt ihn ja an, der steht wie ein Fels. Oh, Alter, voll mittendurch. Durch die Brust. Das muss auch wehtun. Oh, da kommt das eklige Auge. Nee, voll zusammengekniffen. Oh. Ausgewichen. Zack. Oh, Critical. Sehr schön. Oh. Die Lags kommen manchmal gut und manchmal nicht so cool. Auf jeden Fall erstmal Level. Zwing, zwing. Mann, ey, das kotzt mich an. Oh, geile Stats. 5 neue Werte erhöht. Cool. Aber das Laggen kotzt. So, er spielt so ein bisschen dran. Oh, Alter. So, jetzt aber hoffentlich. Okay, also, der kriegt ja einen besonderen... Oh, Alter, Wiedergänger, voll eklig. Aber die Bilder sind gleich. Nee, die Bilder sind einfach bloß gespiegelt und ein bisschen anders eingefärbt. Naja, so ist der meistens. Okay, So, sie hat ihr Level ab. Er auch, sie aber noch nicht wirklich. Sie könnte auch noch mal eins vertragen. Also, kill doch einfach mal... Nee, bleibst aber schon im Wald hier, ne? Im Wald stehen bleiben und kill den Old Zombie. Yeah. Also nicht den Let's Player-Zombie killen, nein, niemals, aber diesen Zombie da, der ist ein bisschen eklig. Der hat auch gar keinen Kiefer mehr, um Let's Plays aufzunehmen oder so, der kann nicht sprechen. Nochmal eins reinwürgen mit Ross. Ach, der soll sowieso trainiert werden. Schwächenkuppel, was? Und irgendwann muss er mal sein Waffenlevel erhöhen. Ich glaube, der kann noch gar keine Eisenäxte tragen, oder? Doch, mit E kann er schon Eisenäxte tragen, okay, gut. Und warum leckst du jetzt schon wieder? Sorry, Leute. Ich komme damit schon irgendwie klar. Ich werde das schon irgendwie nach dem Part hier mal wieder einstellen. Mal gucken. So, also. Wo war ich denn geblieben? Ach ja. Ach nee. Warte mal, kann Mulder nicht noch irgendwen heilen hier? Sie nicht, die ist schon viel zu stark. Ja komm, du musst mal irgendwen hier umbringen. Ja, dann auch schön Level abbekommen hier. Durch die Knochen durch. Müssen ja nicht ausmachen. Oh, Mist. Fast. Aber okay.
So, braucht jemand ein Heal? Nö. So, dann kann sie mal noch hier den umschlitzen. Was? Es ist ja wie gesagt eigentlich komplett egal, wer hier wen killt. Dop, dop, die du. So, okay. Ach ja, er ist ja so geschwächt hier. Du wirst mal geheilt. Oh, und jemand muss noch mal das Dorf besuchen. Da war ich immer noch nicht drin. Swing, swoo, swoo. Ding, 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 ding. Sehr gut. Da, da, dum, dum, dum. So, okay. Irika, bitte besuchen. So. Seht ihr den alten Baum südlich von hier? Ich wette, wenn ihr ihn umstoßen könnt, dann würde er gut als Brücke dienen. Zückt eure Waffe und verpasst ihm ein paar ordentliche Hiebe, Mann. Das sollte reichen. Hier, nehmt diesen und versucht es. Damit wird es euch ein leichtes sein. Was so? Ah, eine Eisenaxt. Cool. So. Natürlich, den Tipp haben wir schon längst befolgt. So, sonst ist ja nichts weiter. Man soll Franz den einfach umboxen. Obwohl, der ist ja schon Level 6. Hm. Na doch, der Jüngling hier. Der kleine Jüngling. So, wir warten einfach mal weiter. Was wird der Zombie tun? Oh mein Gott. Oh, warum zieht denn der immer so viel ab? Voll 7 Schaden. Du bist doch krank. Achso, guck mal, der hat eine andere Waffe. Ja, der hat wirklich, ja, man kann sagen, der hat eine andere Waffe. Der hat Leichenklaue als Angriff. Die anderen hatten, glaube ich, alles Faulklauen. Ja, auch so sind bei den Gegnern, gibt es da ein paar Unterschiede. Voll fies mit der, mit ihrem Waffen equipped. So, gib mal gleich die Eisenaxt her. Da kann er ein bisschen mehr rumboxen. Zack, zack. Ja, geil. Kann er schon tragen. Okay, Mann. Das ist so geil. Dann box den Typen jetzt um. Und zack. So dürfte ausreichen, für Vanessa ein Level abzukriegen. Oh Mann. Jetzt knapp 2 Punkte. Naja, okay. Dann haben wir es doch wieder geschafft. Gehen wir mal runter zu dem Eulentypen hier. War das der für eine Waffe? Der hat auch Leichenklaue. Ach du Scheiße. Was steht dazu? Faulige Krallen zum Reißen von Fleisch. Oh, ist das eklig. Viel zu eklig, Mann. Der Scheiß. Ach komm, dann machst du das mal hier. Du bist doch ja der Heiler. Du kannst das. Also du bist der Mönch. Heal noch irgendwas. Ah ja, hier. Mulder kriegt auch noch ein paar Erfahrungspunkte dazu. Ein bisschen Erfahrungspoints. So, dann sind wir ja bald schon, das Spiel hat ja nur ein Bonuskapitel. Also ihr erinnert euch an früher, da gab es ja immer diese Kapitel Xs. Also war Kapitel 7, dann gab es Kapitel 7X. Ja, das gibt's hier irgendwie nicht. So, warte mal, ich will den gerne mal locken. So, du hast hohe Verteidigung und Eisenschwert, so. Und wenn er dann da ist, dann wird er gekillt. Aber so richtig voll gequält. So, für den Fall, dass wir noch ein paar andere brauchen. So, na denn. Mal gucken, ob er ankommt. Oh, er kommt, Alter. Und wie er kommt. Oh, die Chance. Ih, voll grün. Wumm. Daneben. Und der lila Buchse an. Voll der Hulk. Alter, Hulk für Arme. Oder Zombie-Hulk. Oh, Alter, ist der stark. Ich könnte ja auch Woss den kalt machen lassen, aber... Ja, nee. Woss ist doch einfach schon viel zu stark. Komm, das machst du mal. Du rockst ihn jetzt mal fett. Oh, swing, swing. Aber so ein heilig... Waffen, ein Nutzer sind viel zu übermächtig in dem Spiel hier. Wow! 100 XP! Und bling, Level 4. Geschwindigkeit, boah, das ist aber cool. Geschwindigkeit ist sehr gut bei so einen Leuten hier, denke ich mal. So, wir haben alle Monster vernichtet. Sollten wir ihre Knochen zur Asche verbrennen, um sicher zu gehen, dass sie nicht wiederkehren. Ja, kann noch jemand nicht glauben, gegen was wir hier gerade gekämpft haben? Ich dachte, diese Ungeheuer würden nur in Mythen und Legenden leben. Man sagt, diese Zombies seien die niedrigsten der dunklen Kreaturen. Und doch sind sie die Schwächste unter ihren... Doch sind die Schwächsten unter ihnen jeden Menschen überlegen. Na toll, wir dürfen diesen Feind nicht unterschätzen. Oh ja, es gibt viel noch viel Schlimmere als nur jene Zombies und Wiedergänger. Oh ja, Leute, aber richtig übel. Mal sehen, da wären die Knochengänger, die Mouth the Duke... Die Mouth Duke? Die Gargoyles, die Bales... Alter, ich wette, beinahe jede Kreatur aus der Überlieferung könnte wieder auftauchen. Ja... Uns steht jede Menge Ärger bevor. Selbst eine sagenhafte Macht mag nicht genug sein. Ah, ungöttliches Licht, offenbare es mir. Ist dies ein Zeichen, dass nun die Tage der Dunkelheit anbrechen mögen? Nö. Bei allem, was heilig ist, was geschieht hier nur? Prinzessin Eureka, vielleicht wäre es klug, nach Frillia zurückzukehren und uns neu zu formieren. Im Angesicht der jüngsten Ereignisse scheint es nicht weise zu sein, mit aller Gewalt weiterzureisen. Wir können uns nicht der Streitmacht von Grado und diesen schrecklichen Kreaturen stellen. Seth, ich verstehe deinen Standpunkt und nichts wäre mir momentan lieber, als uns in Sicherheit zu wissen. Aber was ist mit meinem Bruder?
Seine Männer und er sind in der gleichen Situation gefangen wie wir. Ich weiß sehr wohl, dass ich uns vielleicht in noch größere Gefahr führe, aber bitte versuche mich zu verstehen. Das tue ich, meine Prinzessin. Und ich gelobe, euch sicheres Geleit zu gewähren. Oh mein Gott, die Typen schon wieder? Was? Ah, unreine Kreaturen, nehmt euch in Acht. Ihr kommt viel zu spät. Ich, La Rachel, gewähre euch die Ehre. Eigentlich müsste die wie eine Französin sprechen, weil Archel klingt französisch. Ich gewähre euch Ehre, durch meine gesegnete Ende gebannt zu werden. Oh, wo sind denn die Monster? Nee, eigentlich ist sie ja total nett. Ich kenne das Spiel, die ist total nett eigentlich. Nun, wir sind gerade fertig geworden. Ah, dann hat dich das Blatt gewendet. Der E-Mail selbst verlockt. Ich bin dennoch eine Winzigkeit. Enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Immerhin bin ich so schnell wie möglich herbeigeeilt, um euch an dem Punkt meiner Macht teilhaben zu lassen. Was für eine Schande, nicht wahr, Lady Rachel? Das Einzige, was hier schändlich ist, ist die Art und Weise, wie ihr hier kreuz und quer über die Landschaft geschleift werdet. Wir meine ich, oh mein Gott. Verzeiht aber, wer seid ihr denn? Ich? Ja, da ihr mich schon fragt, bitte erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin es, das wahre Licht und die Glorie des Heiligen Reiches von Rausten. Aufhören, Lady Rachel, ihr dürft nicht weiter sprechen. Ihr dürft hier nicht eure wahre Identität enthüllen. Oh ja, du hast recht. Manchmal handle ich viel zu unbedacht. Nun muss ich wieder von dannen ziehen. Namenlos und unerkannt. Oh, wie überaus romantisch. Ja. Gehabt euch wohl, Fremde. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Dotsla Winmerk, kommt, wir reiten los. Winmerk. Schon gut. Was war das denn? Ja, was sind denn für ulkige Leute? Na egal. Zack! Kapitel 5, Griff in die Eier. Ach nee, Griff des Imperiums. So, weiter geht's. Wir haben hier bald den ersten Teil, sag ich mal, des Spiels geschafft. Ja, merkt schon, wenn wir das Spiel schaffen, haben wir schon ein Viertel durch. Abgerundet. Dum, dum, dum. Oh, überall sind die Monster aufgetaucht. Eine bedrohliche Welle dunkler Kreaturen überschwemmt das Land. Das ist nicht cool, Mann. Aiwikas Suche nach ihrem Bruder Ephraim wird von Tag zu Tag gefährlicher. Doch trotz der Gefahr schreiten sie voran. Ihr Wille ist stärker als die Furcht. Die Stadt Serafu an der Grenze von Winnais und Grado. Die Völker beider Länder haben diese Stadt seit jeher als Treffpunkt genutzt. Sie steht als Zeugnis für die Freundschaft, die beide Nationen seit vielen Jahren miteinander verbindet. Doch nun sind die Straßen von Serafu von Grados Truppen bevölkert. Ah ja, das ist eine geile Mission. Die ist echt cool. Die Mission ist geil. So. Niau, swing. Griff des Imperiums, Chapter 5. Okay, oh mein, oh ja, genau, mit dem Typen hier. Oh, wie spreche ich denn den jetzt? Der ist ja zu cool, um ihn irgendwie zu veralbern. Sieh an, das ist ja eine Arena, in der Stadt. Perfekt, meine Taschen sind ohnehin ein wenig zu leicht. Sag, ist das eine Geistliche? Oh ja, und was für eine bezaubernde Geistliche. Was so? Oh, was, ist das etwas nicht in Ordnung, Schwester? Ihr scheint verwirrt zu sein. Verzeiht? Nein, bitte verzeiht mir. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich bitte untertänigst um Verzeihung. Nein, es ist nicht nötig. Es war meine Schuld. Entschuldigt bitte, ich muss gehen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Und schon geht sie dahin. Nicht gerade mein Glückstag. Dabei war sie eine wahre Schönheit. Ich wollte eigentlich voll in sie... Ach so, ist das Leben. Aber mir bleibt noch Zeit, die Arena zu besuchen. Oh mein Gott. Captain Saar von der Grenzwache von Serafu. Wie ist es euch ergangen? Ich bringe Befehle von seiner Majestät. Es kursiert das Gerücht, dass Prinzessin Aiwika von Nunei auf dem Weg nach Grado ist. Ihr solltet sie finden und sofort im Gewahrsam nehmen. Jawohl, Sir. Eins noch. Eine Verräterin am Imperium ist aus Schloss Grado entkommen. Wir haben Berichte erhalten, wonach sie sich irgendwo in Serafu verstecken soll. Es ist mir gleichgültig, ob ihr auf der Suche nach ihr oder dieser Stadt auseinandernehmen müsst. Findet die Abtrünnige! Verstanden, Sir. General Glenn, Sir. Sollten Sie Widerstand leisten, haben wir die Erlaubnis, sie zu exekutieren? Na klar, Mann. Verstanden. Grados Ehre wird keinen Makel erleiden. Das Imperium von Grado wird die Schuld des Verrats mit Blut begleichen. Seine Majestät verletzt sich auf euch, Captain. Sorgt dafür, dass sein Vertrauen nicht verschwendet wird. Okay, Mann, das wäre dann alles. Jawohl, Sir. Dum, 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 dum. Boah, ey, was so? Welch Loyalität zur Krone. Wäre ich doch auch nur so überzeugt von der Rechtschaffenheit unseres Imperatoriums. Oh, kümmert dich etwas, Bruder. Oh, Bruder, die sind Brüder? Der guckt irgendwie ein bisschen derpig, oder? Nein, kümmere dich nicht um mich. Komm, Cormac, wir gehen. Lass uns von hier aus nach Nordwesten reiten. Zurück zur Front. Okay. Jung, jung, jung.
Freunde, aber das war's für heute. Wir müssen jetzt in der Stadt hier einfallen und mal gucken, ob wir nicht irgendwie doch ermordet werden, die ganzen Dicken, die da rumrennen. Oh Mann. Aber in diesem Kapitel gibt's einige neue Bekanntschaften zu machen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!